Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Als eine der letzten Amtshandlungen der rot-grünen Koalition wurde 2005 die heute noch im Wesentlichen bestehende Regelung zur Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge beschlossen. Statt am 15. des Folgemonats wurden die Beiträge zur Sozialversicherung nur noch vor Ablauf des laufenden Monats fällig. Dies verschaffte den Sozialkassen damals ein kurzfristiges Plus in der Liquidität von rund 20 Milliarden Euro. Allerdings hatten die Sozialkassen damit nicht 20 Milliarden Euro mehr in der Kasse, sondern sie hatten lediglich diese 20 Milliarden zweieinhalb Wochen früher. Dies wurde schon damals von uns kritisiert und als üble Flickschusterei bezeichnet. Hinzu kommt, dass diese zusätzliche Liquidität der Kassen auf Kosten der Liquidität von beitragszahlenden Unternehmen ging. Damit nicht genug, mutet diese Regelung der Wirtschaft bis heute einen unfassbar hohen Erfüllungsaufwand zu. Statt einer Spitzabrechnung der tatsächlich entstandenen Arbeitsstunden und Entgelte müssen die Unternehmen ihre Abschläge schätzen und de facto statt 12 24 Abrechnungen durchführen. Das kostet der deutschen Wirtschaft, und hier zitiert der FDP-Antrag den Nationalen Normenkontrollrat vollkommen korrekt, fast 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Es ist also kein Wunder, dass sich die derzeitige Fälligkeit aufgrund der tatsächlichen Kosten und des realen Arbeitsaufwands keiner großen Beliebtheit bei den deutschen Unternehmen erfreut. Auch hier hat die FDP den Bericht des Normenkontrollrats richtig gelesen. Die Linke steht für eine Stärkung der Sozialversicherung in Deutschland. Dafür haben wir in den letzten Jahren immer wieder Vorschläge gemacht. Für eine solide und zukunftsfeste Finanzierung der Sozialkassen halten wir statt immer neuer Leistungskürzungen vor allem die Stärkung der Einnahmenseite. Bürgerversicherung, die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen und die Einbeziehung aller Einkommen sind hier nur einige ganz grundsätzliche Stichworte unserer Vorschläge. Was die Sozialversicherung jedoch nicht verstärkt, sondern bloßes Jonglieren mit der Liquidität und schon gar nicht zu den derzeitig entstehenden Bürokratiekosten was beiträgt. Deshalb sagen wir als Linke ganz besonders die Frage, wir haben an vielen Punkten deutliche Differenzen zur FDP. Aber an dieser Stelle, wo gerade auch der Normenkontrollrat zitiert wird und die Sachen dort aufgearbeitet werden, unterstützen wir den Vorschlag, den die FDP hier dem Deutschen Bundestag vorgelegt hat. Ob die Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge deshalb gleich auf den drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats verlegt werden muss, wie es die FDP vorschlägt, oder ob auch die Rückkehr zum 15. des Folgemonats ausreicht, ist eine Detailfrage, die wir sehr gern im Ausschuss diskutieren können. Und nun noch ein Wunsch vielleicht an die FDP für die Zukunft. Entwickeln Sie doch auch für andere gesellschaftliche Gruppen eine ähnliche Empathie wie für die Bürokratiekosten geplagter Unternehmer. Hartz IV zum Beispiel ist ein wahres Bürokratiemonster, das nicht nur Zeit und Nerven für die Betroffenen ist, sondern auch die Würde vieler der betroffenen Menschen raubt. In diesem Sinne danke für Ihre Aufmerksamkeit und ein herzliches Glück auf. Als nächstes spricht Claudia Müller, Bündnis 90 Die Grünen.